Flumserberg, Tannenboden, 19. Januar, schönstes Wetter. Und ihr wisst, Tannenboden ist so ein kleines Dörfchen mit vielen Restaurants, mit vielen Hotels. Wirklich viel, auch zum eben rein im Tannenboden können machen. Flumserberg, also schon bei der Ankunft auf 1397 Meter ob im Tannenboden. Interessant. Man kommt rauf auch mit dem Postauto, man kann rauf mit dem Auto. Ihr seht, Mittwoch am Morgen, es hat genügend Parkplätze. Hier ganz rechts gibt es noch einen Parkplatz, der war noch abgesperrt gewesen. Aber auch am Nachmittag, wo viele Kinder sind, wo viel Bevölkerung ist, hat es mehr als genug Parkplätze gehabt. Also die Zeiten sind irgendwie vorbei, dass man da oben keinen Parkplatz bekommt. Wunderschöne Sicht natürlich. Übrigens, wer nicht rauffahren kann, rein theoretisch auch von Unterterzen mit dem Bändel herkommen. Und wer etwas vergessen hat, der Intersport da winkt natürlich mit verschiedenen Möglichkeiten. Der Ticketschalter am Morgen, also um 11 Uhr am Rand, also wirklich überhaupt nicht überlaufen. Und da zeigt sich alle 17 Bahnen im Betrieb. Natürlich schönstes Wetter. Wir sind vom Tannenboden haben wir einen Maskenkamm rauf. Jetzt sind 2019 bin mit der Bartolitbahn mit dieser Achtergondel haben sicher alle schon mal mitbekommen. 6 Meter pro Sekunde fahrt sie, 10,5 Minuten braucht sie. 618 Höhenmeter sind sie überwinden, eben von 1397 auf 2020. Und das ist eben die Baugeschichte, die wir hier sehen. Aber die Geschichte, die wir heute oben kennen, das ist eine mit der Geschäftsleitung, mit der sechsköpfigen Geschäftsleitung, die sich hier getroffen hat. Und die ist uns dann eben Rede und Antwort gestanden. Sehr schön gemeint, das sind Kathi, aber weit gefehlt. Das ist die Romane. Sie hat mir gesagt, was sie macht. Ich bin Martin. Wir sind ein Team bei den Bergbahnen und wenn gerade schon alle GR-Mitglieder hier miteinander auf die Piste gehen, dann ich das gerade nicht zusammen machen. Und so unter dem Helm hat man den noch nie als Kathi angesprochen? Nein, wir haben einen ganz anderen Fahrstil, also kennen wir gut auseinander. Aha, zu uns kommt es also auf den Fahrstil davon, nicht auf den Laufstil. Das war der Laufstil von der Katja. Sie ist als erste Frau hier eingestiegen in die Gondel, die Romane in der nächsten Gondel. Und so sind wir dann alle eben mit der Geschäftsleitung dort raufgefahren. Mit dem Bergjet. Und das ist wirklich etwas Besonderes. Ja, genau. Wir sind in der Gondelbahn Bergjet. Der ist neu gebaut worden und im Dezember 2019 eröffnet worden. Es ist eine Panoramagondel mit grossen Fenstern, wo man gut rausschauen kann. Es ist im Porsche-Design gemacht worden von der Firma Bartolet. Made in Flums also? He? Genau. Und wir gehen auf den Maskenkamm. Und der Maskenkamm hat 2020 Meter, weil der Leist, unser Höchstpunkt, hat 2222. Aha, okay. Also mehr als 2.0, gell? Ja, genau. Da reden wir von 17 Bahnen, die jetzt offen sind, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. 65 Pistenkilometer, Familienpark, alles im Moment in Betrieb, außer der Maske, alles normal. Alles im Betrieb, auch die Langlaufläupen und die Winterwanderwege, die sicher auch immer sehr beliebt sind. Und was man sieht natürlich, Flumserberg, like, breite Pisten, gut präparierte Pisten. Ja, also muss man sagen, beste Bedingungen, oder? Und man ist relativ schnell da oben. Man hat von Flumserberg, kann ich kannst du gar nicht sagen, 10 Minuten gehabt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen schnell gefahren. Gibt es da Bussen noch mal drauf? Hat es Radar, weißt du das? Manchmal sind Radar gestellt, okay. Ja. Aber im Moment ist glaube ich keiner. Heute ist glaube ich keiner gewesen. Flums ist eh schnell, gell? In etwa 3 Minuten sagen, da hat man auch per Internet gebucht. Da muss man ihn anstellen. Genau, ja. Die Tageskarte kann man auch online posten. Und direkt auf eine Keycard laden und darum nachher geht durchs Dreikreuz durch. Und die Parkplätze, die ich gesehen habe, am Mittwoch bei schönstem Wetter in Hülle und Fülle, also im Tannenboden. Ja gut, heute sind auch perfekte Bedingungen. Ich glaube, besser geht es fast nicht mehr. Dann haben wir Platz mit der Geschäftsleitung zum Essen. Für uns natürlich, habe ich mich ja, an. Wir haben reserviert. Zur Geschäftsleitung, das ist eine Männersache. Also Gruppenbild mit Dami, bist du die Einzige? Ja, ich bin die Einzige und glaube auch die Erste in der Geschichte der Bergbahn auf Flumserberg. Ja, aber wenn wir so zurückdenken, Maite Nadig, die 50 Jahre ist her, dass sie Sapporo aufgemischt hat. Gell? Also genau. Flums hat natürlich so eine grosse Frauentradition. Ja, das sehen wir nachher auch. Wir haben ja auf dem Maskenkamm eine neue Ausstellung, die heisst Mountain Heroes. Ja. Und dort sind auch noch die Ski ausgestellt von der Maite, wo sie Olympiasiegerin geworden ist. Also die Ski, die sind es nicht, das sind die von der Geschäftsleitung. Und hinten dran, da sehen Sie den Wallensee, der ist geblieben. Aber die Ski und Technik haben sich in den letzten 50 Jahren halt entwickelt. Ja, eben wie die Bahnen auch von einer Vierergondel jetzt auf einer Achtergondel. Mit einer super Aussicht. Und da kann man immer auch ein bisschen träumen, ein bisschen schauen. Sehen Sie den Sessellift, der da parallel läuft? Fährt es an der gleichen Stelle oder schneller? Auf jeden Fall sehen Sie, der klimmt jetzt hier die Höhe. Wirklich ganz interessante Aussichten. Man kann Flums auch beim Auffahren in dieser Gondel schon mal ein bisschen erleben. Mario, jetzt sind wir hier oben, jetzt sind wir dann gerade oben, ja. Jedes Mal erhebendes Gefühl im Jahr, he? Sehr erhebend, sehr. Siehst du dann auch noch den Zürichsee, nicht nur den Wallensee?
Und kaum hat er es gesagt, haben wir gerade am Schluss noch zwischen den Skitouren und der Zürichsee trotz Nebelmeer kurz gesehen. Ja. Und dann sind wir eingefahren und Kathi hat mir eine Ausstellung «Mountain Heroes» gezeigt. Wir sind jetzt auf dem Maschkenkamm, hier bei unserer neuen Ausstellung «Mountain Heroes». Hier haben wir verschiedene Sachen ausgestellt von Flumser Bergsportler. Da sieht man zum Beispiel, das ist der Maite Nadig, ihren Abschnitt. Hier kann man noch oft tun, dann hat man ein paar Informationen über ihr Leben, ihre Karriere, über den ganzen Erfolg. Hier in der Vitrine hat sie so ein bisschen Bilder von dieser Zeit, auch was speziell alles in Flums gelaufen ist. Da haben wir zum Beispiel das Auto von Pius Rupf, das er vollkommen beklebt hat, mit so Kleber, wo eben drauf steht, Flums, irgendwie Skihauptstadt der Schweiz, etc. Ja, das ist mein Onkel. Eben, gell? Und dann haben wir noch einen Film, der auch zeigt, wo die Maite gefahren ist. Da kann man hier noch hören. In dieser alten Zeitung kann man noch lesen. Das war eine Spezialausgabe vom Sarganserländer. Da kann man noch lesen, was hier alles passiert ist in Flums. Und wenn man Schweine hat, Maite sieht man immer noch am Flumserberg. Sie wohnt ja hier, gell? Ja, sie wohnt hier und sie ist viel am Flumserberg unterwegs. Da ist zum Beispiel ihr Helm, wo ihr Bruder, der Franz, angemalt hat. Und wenn man genau anschaut, kann man erkennen, was er zeichnen wollte. Und zwar so Dämonen, die ihr helfen sollten, bei den Skirennen zu gewinnen. Also gewonnen hat sie ja dann dort bei Sapporo zweimal, oder? Ja, genau. Und hat nachher, wie sie gesagt hat, ja, mit der Publicity ein kleines bisschen Problem gehabt, weil sie einfach wirklich hat ein Flumser Bergerin geblieben ist. Einfach hat sie sein und ist auf einmal dann in den Strudel reingekommen, natürlich, oder? Ja, und sie war natürlich auch jung gewesen, mit 17 plötzlich im Rampenlicht von der ganzen Welt stehen. Mit zwei Goldmedaillen in der Hand, Gold in Abfahrt und Riesenslalom im fernen Japan, Kult der Flumserin, ja, nicht einfach. Rampenlicht jetzt für die Geschäftsleitung von der Romana. Bist du zufrieden, Romana? Ich bin zufrieden, es ist dann gut. Du musst dann sagen, wenn du drückst, dass wir auch smilen können. 1, 2, 3. Also auf 3 hat es erzählt, aber smilen, ja. Eben, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist im Rampenlicht. Gerade für Marie-Thérèse Nadig, eben damals 17, 8. März 1954 geboren und auf einmal in aller Munde. Alle haben etwas von ihr erwartet, hat sie mal gesagt. Und jetzt im Pensionsalter sagt sie, sie ist zufrieden zu Flums. Sie findet jeden Tag eine Beschäftigung, sie tut nach wie vor noch Sportler und die Zeit ist ihr kostbar. Ja, aber Mario. Smilen? Ja, also sie geben sich Mühe, die Geschäftsleitung. Ganz eindeutig, da gibt es sicher ein schönes Fötterli. Aber ihr seht jetzt mal, was das heisst, im Rampenlicht stehen. Also, wir sind mitten im Thema drin mit der Marie-Thérèse Nadig. Die Geschäftsleitung hat dann mit dem Rampenlicht noch ein bisschen Zeit gebraucht. Dann habe ich herumgeschaut, hier vom Maschkenkamm. Aber natürlich, Flums besteht nicht nur aus Maschkenkamm. Flums besteht auch aus dem Brockkamm, aus ganz verschiedenen Orten, aus wirklich ganz, ganz vielen Möglichkeiten, wo man mit diesen 17 Bahnen herkommt. Und man könnte da auch noch turnen. Also, man braucht nicht immer für alles eine Bahn. Also die Romana hat wirklich alles gegeben, hat mehrmals auf 3 gezählt, hat noch das Handy noch für ihn genommen. Also besser kann man es eigentlich fast nicht mehr machen. Hinten dran wieder ganz leicht der Zürichsee. Ihr seht also, von da aus sieht man den Zürichsee und den Wallensee. Und wir sind gespannt auf das Foto, das sicher demnächst mal auf der Homepage aufgeschaltet ist. Ich habe noch ein bisschen umgeschaut, eben hier auf dem Maschkenkamm, um die Zeit ein bisschen vertun, während dem Süd hier mehrmals auf 3 gezählt haben und dann immer wieder gesmeilt haben und eben Rampenlicht so richtig genossen im schönsten Wetter. Ich habe es auch genossen. Am Flumserberg, nicht nur am Maschkenkamm, überall kann man wirklich auch Après-Ski machen. Ganz eindeutig. Und nachher sind wir dann hochgegangen zu der Terrasse von dem Panorama-Restaurant Maschkenkamm. Und dort habe ich dann die Geschäftsleitung einen nach dem anderen befragt. Ich bin Geschäftsführer von BBF Gastro AG und gleichzeitig noch Mitglied der Geschäftsleitung der Bergbahnen Flumserberg. Jetzt hast du da Zahlen rausgelassen am letzten Sonntag, also da muss unglaublich gewesen sein, also das ist schon Mitte Januar. Wie viel hast du gesagt, wie viele Rivellengüter sind gegangen? Ja, ich hatte das letzte Wochenende ist wirklich ein hochfrequentiertes Wochenende mit vielen Gästen. Wir haben 3.324 Sitzplätze, ich habe es noch mal genau gezählt, haben wir angeboten. Und ja, Bier sind in diesen 6 Betrieben, also da gehört Panuel dazu, Grub, Maschkenkamm, Brodalp, Kollers, das Rivella Home und das Kreuz. Bier sind über 1.000 Flaschen raus. Mineral und Rivella und Focus, das ist das Vitaminwasser, das zurzeit total durch die Decke durchgeht. Da sind wir bei über 2'000 Flaschen gewesen.
3,5 Tonnen Pommes frites, über 1000 Brotwürste. Und dann, was haben wir noch? Was haben wir noch zusammengerechnet? Ja, etwa 300 Burger und 400 Schnitzel. Ja. Und das rum ist rausgegangen. Unglaublich, hat es einen Flums Skifahren. Sie sind ja gerne nicht mehr zum Skifahren gekommen, für lauter Konsumieren. He? Ja, ich bin schon froh. Sie haben dann viel gegessen, oder? Alles, was Ski, Ski fährt, die ganze Nation. Dazu gehört sicher ein Teller Pommes frites, ein Schnitzel oder eben ein Burger oder ein Chicken Nuggets, ein Rivella. Nein, die haben natürlich alle Hunger. Die brauchen Kohlenhydrat, wenn sie morgen früh auf die Piste gehen. Die brauchen Energie. Und nachher so am Nachmittag um 2, 3, vor allem am Samstag, ist natürlich dann einladend beim besten Wetter und Temperaturen dann in Après-Ski überzugleiten, die dann eigentlich ja, ziemlich lange danach dauern. Das Wasser ist erwähnt, das hat mich so interessieren. Das ist das, wo da so ein bisschen orange-rosa daherkommt, oder wie? Ja, es sind drei verschiedene. Unser starker Partner ist auch Rivella. Darum haben wir jetzt das Rivella-Home im Tannenboden aufgestellt. Und Rivella hat jetzt so ein Vitamingetränk in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das musst du abhalten. Darum hast du gesagt, Sportler trinken Rivella. Ja, Rivella oder eben, wenn es dann ein bisschen ayurvedisch in die ayurvedische Richtung geht, werden dann die Vitamingetränke, die man kann trinken kann, das ist ein Böhler und lieber. Ja, die können sehr gut da und die verkaufen wir jetzt auch gut. Das ist ja gut, also das Geschäft läuft in dem Fall, also eigentlich für dich mehr oder weniger Normalbetrieb, oder? Ja, kann man schon nicht sagen. Nicht also Gastronomie ist natürlich schon stark im Bedrängnis gedrängt durch diese Massnahmen. Auf der Terrasse kannst du nicht mehr so viel stuhlen wie früher. Du musst nach wie vor die 1,5 Meter Abstandsregelung, Gästegruppe einhalten, ausgenommen Terrasse. Ist 2G. Ja, es ist schon nicht wie früher. Und jetzt sagen auch viele Schulgruppen absagen, oder, wo wir eigentlich eingebucht haben. Aber wir sind völlig optimistisch bei diesen Wetterbedingungen und bei diesen Schnee- und Pistenverhältnissen. Also würden wir sicher weiterhin viele und glückliche und zufriedene Gäste oben haben. Und auch wirklich ideal für Après-Ski-Fahrer, gell? Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt eben das Wochenende war also wirklich gerade der Peak bis jetzt, zum Après-Ski machen. Eben, wir haben verschiedene Standorte, wo der Après-Ski angesagt ist. Das ist vor allem Brodalp natürlich, wo ein grosses Angebot hat. Das Collars, dort haben wir einen DJ am Samstag. Im Kreuz haben wir eine legendäre, traditionelle Bar, die am Wochenende geöffnet ist bei schönem Wetter. Ja, wir bieten doch nicht nur Essen und Trinken, sondern eben auch noch ein bisschen Entertainment neben der Skipiste an. Und hier vom Aschenkammer-Rundsicht, Wallensee, Zürichsee, was das Herz begehrt. He? Ganz genau, das ist unser Top Mountain Restaurant, da sind wir zu oberst oben, wo du eine Rundsicht hast, ja, in Richtung Zürich, Alvierkette, Bündnerland und Glarnerland. Du bist der Finanzler, Finanzen sind ja immer wichtig und gerade in dieser Zeit natürlich ist sicher auch eine Optimierung, sicher keine einfache Angelegenheit, um Finanzen im Griff zu haben, trotz eben schwieriger Zu- und Umständen. Wie sieht es aus im Moment? Ja, als Finanzer habe ich natürlich ein lachendes und ein weinendes Auge. Das lachende Auge ist den super Bedingungen zu verdanken. Wir haben wirklich traumhafte Wetterbedingungen momentan. Letztes Wochenende hat der Mike vorher schon gesagt, ist wirklich, hat sich sehr gut entwickelt, ertragsmässig. Auch der Saisonstart war sensationell gewesen. Wir haben zwischendurch, und das ist jetzt die Überleitung leider zum weinenden Auge, haben wir natürlich ein bisschen gelitten. Weihnachten, Neujahr war nicht so toll gewesen. Wir haben an 5 von 10 Tagen wirklich wenig Gäste am Berg gehabt, weil das Wetter so schlecht war. Es hat aufgeregnet. Und zum anderen natürlich die Rahmenbedingungen mit Covid, die uns das Leben schwer macht. Wir haben viele Absagen von Gästen, von Gruppen. Das werden wir im Verlauf der Saison sicher noch spüren. Und auf der anderen Seite natürlich auf der Kostenseite. Wir haben Gästebetreuer im grossen Umfang müssen einsetzen. Das kostet uns einen 6-stelligen Betrag an Zusatzkosten, die wir sonst nicht haben, die wir müssen bewerkstelligen, die wir müssen verdauen. Also von dort her sicher zufrieden, aber es könnte besser sein. Und so locker vom Hocker steckt man das nicht weg, oder? Also, hast du auch schlaflose Nächte etwa einmal? Nein, es steckt alles nicht einfach so weg. Ich meine, man muss sehen, das ist eine sehr grosse Infrastruktur, die muss unterhalten werden hier oben. Man ist sehr in einem kapital- und personalintensiven Geschäftsbereich tätig. Das kostet Geld und da brauchen wir Gäste, da brauchen wir Kunden, da brauchen wir Umsatz, eben auch in den Gastbetrieben, im Sport und Touristik, um die Infrastruktur zu unterhalten und Minimum-Profitabilität sicherzustellen.
und wahrscheinlich auch verlässliche Massnahmen bezüglich Covid. Nicht einmal so, mal so. Oder das, irgendwie noch ein bisschen pokern, da könnte es so rauskommen oder so rauskommen. Das bewirkt natürlich auch einiges, oder? Das ist ja so. Das ist ja so. Da sind wir bisher aber, glaube ich, noch gut gefahren. Also wir haben wirklich zum Glück können mit den Massnahmen, die wir vorbereitet haben, die wir vorgesehen haben, können durchziehen, durchfahren. Aber wir haben eine Zeit lang schon biebert, dass dann plötzlich heisst, jetzt kommen noch Verschärfungen, jetzt kommen noch Zusatzmassnahmen, wo man dann müsste schauen, ob man noch die Testzentren rauffahren könnte, dass man Zutrittsbeschränkungen an x Standorten, die wir zum Skigebiet haben, könnte bewerkstelligen, könnte sicherstellen. Also da sind wir schon froh, dass es dort nicht voll verwünscht hat. Sportchef am Flussenberg, da sieht man ja schon beim Tannenboden, wenn man herkommt, etwas vergessen hat, dies, jenes, dann sieht man oben dran, wenn man das Ticket löst, sieht man oben dran, oh, wenn es etwas hätte, Intersport und so weiter. Also Flums hat natürlich auch immer die Sportgeschäfte, die dann, wenn man noch etwas braucht, eben auch schnell zur Verfügung stehen. Du bist der Sportgeschäftschef. Was ist denn da deine Aufgabe? Ja, meine Aufgabe ist die Koordination des ganzen Sportangebots am Flumsenberg. Das heisst, wir haben 4 Geschäfte verteilt über das Jahr. Und das zu koordinieren, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Materialien verfügbar haben und auch in genug grossen Grössen und Mengen, damit die Gäste, die wir jetzt zum Beispiel am letzten Wochenende haben dürfen erleben, dass die Gästevolumen auch abgedeckt werden können mit Schlitten, Skischuhe, Snowboard, Kleider, aber natürlich auch mit dem Verkaufssortiment, vergessengegangene Händchen, Skibrillen, Helm und was es halt sonst nicht braucht für einen guten Tag auf der Piste. Und das zu koordinieren zwischen den Filialleitern und die übergreifenden Angebote, das ist meine Aufgabe. Das stellen wir jetzt sehr kompliziert vor. Also gibt es da Erfahrungswerte? Also, weißt du, meine, du hast, oder ist schon vorhersehbar, was es so braucht? Ja, also das basiert natürlich schon auf Erfahrung, das ist klar, aber das ist ja, glaube ich, in jedem Beruf etwa das Gleiche. Und schlussendlich müssen wir einfach schauen, dass wir alles beieinander haben. Und das ist aber nicht nur meine Aufgabe, sondern das sind natürlich auch das ganze Team, das im Hintergrund mitarbeitet. Alle Leute, die an der Front sind, die leisten sehr einen grossen Job und die sind enorm wichtig, damit wir auch den Einkauf, den wir jetzt gerade aktuell drinstecken, für den Winter 2022-2023, dass wir den gut können analysieren, planen und schlussendlich auch umsetzen. Das ist Teamarbeit und insofern ist jeder Einzelne, der da mitschafft und jede Einzelne ganz, ganz ein wichtiges Element. Das heisst mit anderen Worten, du hast da Einfluss auf das, was in diesen Geschäften drin ist. Das sind keine eigenständigen Betriebe, oder wie läuft das genau? Ja, wir gehören zu der Intersportgruppe, das ist ein Franchising-Unternehmen. Und unsere 4 Geschäfte, die gehören in unsere Unternehmung, der Sport- und Touristik AG, das ist eine 100%ige Tochter von der Bergbahn Flumsenberg AG. Und ansonsten sind wir natürlich frei in der Gestaltung unserem Sortiment und Angebot. Und das versuchen wir auch auf die Topografie von unseren Standorten anzupassen. Sprich, im Sommer in Unterterzen am Wallensee fokussieren wir uns auf den Wassersport selbstverständlich und auf den Bikesport im Unterland, also Strassenvelo. Und am Berg oben haben wir natürlich das Thema Outdoor, Biken im Sommer, Schneesport im Winter. Und so schauen wir, dass wir die Angebote gut zueinander herbringen. Flumsenberg ist wirklich so ein All-Saison-Ziel, wo man herkommt, wo man ganz verschiedene Sportarten ausführen kann. Insofern haben wir natürlich auch ein reichhaltiges Angebot. Wie steht es mit den Preisen? Das heisst immer, je höher, desto teurer. Also wenn ihr im Tannenboden etwas kaufen bei eurer Intersport-Laden, ist das teurer, als wenn ihr es unten dran kaufen? Nein. Kann ich so nicht bestätigen. Wir halten das eigentlich in der Regel immer an die unverbindlichen Verkaufsempfehlungen der Lieferanten. Und das sind die Preise, die wir uns daran orientieren. Und ja, wir haben im das Jahr weiss ich nicht mehr genau, wo wir den Euro-Crash hatten. Dort sind die Preise massiv gefallen. Und dort haben wir solche Preissenkungen auch den Konsumenten selbstverständlich weitergegeben. Das war damals zu unseren Lasten gewesen. Jetzt aktuell sind die Preise wieder am Steigen aufgrund von Transport und Logistik. Herausforderungen seitens der Industrie und dann steigen auch unsere Preise, das ist klar. Aber wir versuchen eigentlich effektiv da sehr transparent und ohne irgendwelche komischen Zwischenaufschläge zu agieren. Ich habe jetzt so mit der Jeans, eine Windjacke habe ich dabei. Jetzt, wenn ich Skifahren gehe, dann habe ich die Möglichkeit, da, dass ich Skischuhe, Ski mieten, Snowboard oder irgendetwas, dass ich mich ausrüsten könnte, dass ich auch eben nicht mit dem Bergjet wieder ins Tal haben muss. Unbedingt. Aber wir müssen ein bisschen früher reagieren. Jetzt hier oben auf dem Maschkenkamm wird es schwierig, um dich auszustatten. Wir würden sicher irgendeine Lösung finden. Aber grundsätzlich können wir Gäste, die jetzt in dem Outfit, wie du jetzt hier trägst, am Berg auffinden, tun wir vollumfänglich ausrüsten. Von Mietkleider über Schuhe, Zubehör,
bis hin zum Skibillett natürlich auch. Und dann können sie nachher einen guten Tag auf der Piste geniessen. Also im Grunde ein richtig sorgloses Paket für alle, die bei der Rauffahrt feststellen, auch das oder das vergessen. Probieren wir auf jeden Fall, das ist unser höchstgestecktes Ziel. Ich hoffe, meistens gelingt es. Und wenn nicht, dann versuchen wir irgendwelche Alternativen zu finden, dass dem uneingeschränkten Pistenspass nicht im Weg steht. Ich bin Mitglied von der Geschäftsleitung und im Bereich Bahn und Technik. Das heisst, Bahn und Technik beinhaltet alle 17 Bahnen, die wir hier am Flumserberg haben. Plus aber auch die ganze Piste, die ganze Rettung, die ganze Beschneiung, die ganze Werkstatt, Fahrzeuge, wo das Ganze beinhaltet. Plus Infrastruktur, alles, was fest verbaut ist. Das ist einfach ein Gebiet, wo man ständig dran sein muss, oder? Sommer und Winter und dann in der Zwischensaison natürlich erst recht, oder? Nehme ich an. Genau, also die Hauptarbeit ist sicher in der Zwischensaison, speziell bei der im Bahnbereich. Da machen wir die ganzen Revisionen, vor allem die Bahnen, die im Sommer auch laufen. Da müssen natürlich im Frühling bereits wieder die grossen Revisionsarbeiten gemacht werden, dass nachher der Sommerbetrieb kann sicher durchgeführt werden kann. Die restlichen Anlagen, die nur im Winter laufen, die machen wir während dem Sommer, dass dann das auch wieder parat ist, wenn der erste Schnee dann gefallen ist. Ja. Jetzt habt ihr ja auch sehr, sehr moderne Bahnen, der Bergjet und so weiter. Ist das eine spezielle Herausforderung, also, um eben das wieder Service zu machen, wieder zwischen der Saison? Ja, man hat also in den letzten 12 Jahren sehr viel investiert im Bereich Bahnen, aber natürlich auch in all den anderen Bereichen. Das hat den Vorteil, dass wir natürlich auf dem neuesten Stand sind von der Technik, aber natürlich auch mit anderen Gegebenheiten. Müssen uns immer wieder weiterbilden betreffend Elektronik. Die ganze Überwachungssystem hat natürlich auch die ganze Entwicklung mitgemacht und dementsprechend ist auch die Weiterbildung von allen Mitarbeitern jederzeit zu gewährleisten. Das heisst mit anderen Worten natürlich auch ständig auf Picke sein, wenn mal irgendetwas ist. Das sind ja auch Situationen, oder? Ist ja noch nie etwas stehen geblieben, so eine Bahn? Wir hoffen, dass es nie passiert. Nein, diese Situation gibt es sicher immer wieder. Zum Glück sind die Systeme immer redundant ausgeführt. Das heisst, wie gesagt, per Dieselmotor kann man jede Bahn entleeren mit reduzierter Geschwindigkeit. Aber grundsätzlich ist das genau eigentlich die Herausforderung, dass man halt am Abend, wenn man einen guten Tag gehabt hat oder einen Tag Betrieb gehabt hat, die wichtigen täglichen Revisionen auch jederzeit nachführt, dass man probiert, am nächsten Tag auch wieder störungsfrei den ganzen Tag fahren können. Wie viele Leute sind denn in diesem Bereich? Weißt du, was so bei den Bahnen sind, Service machen und so weiter? Im ganzen Bereich Bahn und Technik sind rund 150 Leute im Winter. Ja. Und im Sommer ungefähr 70, wo im Bereich Unterhalt rund 30 Leute das ganze Jahr beschäftigt sind. Ja. Also auch eine riesige logistische Aufgabe, oder? Für einen Einsatz und so weiter. Genau, das ist, wir arbeiten hier mit 6 Resortleitern, die mir unterstellt sind, die die ganze Organisation und Koordination eigentlich auch müssen, planen. Wir sind jetzt bereits wieder im Sommer, respektive im nächsten Winter bereits. Und das passiert natürlich immer vorgängig. Das Festival könnte stattfinden im Sommer, denken wir das mal, gehen wir davon aus oder und so weiter. Das heisst, ein logistisches natürlich Problem, wenn man dann mal wahnsinnig viele Leute befördern muss. Kriegen wir das immer hin? Ja, das sind natürlich die Zusätze, die man neben dem Tagesgeschäft natürlich auch gerne macht in dem Sinn, aber natürlich auch wieder zusätzliche Herausforderungen betreffend Arbeitszeitgesetz, betreffend auch Betrieb und natürlich die Fenster für die Unterhaltsarbeiten würden dementsprechend auch wieder kleiner, muss man auch wieder organisieren. Eine ganz persönliche Frage. Hast du irgendwie ein Notfallsignal auf deinem Handy? Nicht direkt, aber das Telefon ist 7 Tage 24 Stunden eingeschaltet. Und da kann passieren, dass es mal mitten in der Nacht auch irgendwie läutet oder so etwas ist, oder nicht? Oder am Morgen früh? Das kann passieren. Sollte aber nicht. Wir hoffen es nicht. In der letzten Zeit ist es sehr gut, relativ störungsfrei von den ganzen Anlagen, vom ganzen Betrieb. Und wir hoffen, dass wir das die ganze Saison auch so durchziehen können. Katja Rupf, als Rupf kennt man dich als Sportlerin. Das heisst, es ist Katja Wildhaber, oder? Ja, jetzt ist immer noch Sportler. Bin ich nicht mehr so erfolgreich. Ja. Was ist passiert? Ja, irgendwann muss man mal aufhören und sich anders orientieren. Und das habe ich gemacht und habe nach der sportlichen Karriere den beruflichen Werdegang eingeschlagen. Und darum bin ich jetzt hier. Gibt viel zu tun, so Marketing, ja? Ja, ist aber auch super spannend, ja.
ist es noch schwierig. Also Flums hat ja immer auch eine ganz spezielle Art von Marketing. Also Flums ist ja original. Flums ist, was die Originalität betrifft, unschlagbar. Da kann man sich am Schluss fast nicht mehr übertreffen. Findet ihr immer noch ein bisschen etwas? So Flums 3.0 oder was sind das die nächsten Pläne Richtung Marketing? Ja, wir sind immer ein ganz kreatives Team und wir sind ab und zu miteinander unterwegs und dort entstehen dann einmal schon Ideen. Aber die erzähle ich natürlich noch nicht, weil dann wäre ja der Überraschungseffekt fort. Also, dass man sich im Privaten hier am Flumser Berg noch kann bewegen und sich einfach keine Gedanken mehr machen, das geht natürlich nicht. Aber das ist ja auch das extrem Schöne an unserem Beruf, dass wir, nicht nur im Büro sitzen müssen, dass wir auch rausgehen können und auf die Piste gehen und Fotos machen und wenn der Sonnenaufgang ist, Triple-Fötteln auf der Piste. Und das ist genau das, was es ausmacht. Oder bei einem Event unterwegs sein. Und jetzt sind wir einfach im Winter, aber auch die Sommersaison ist gerade so spannend, wie wir es. Ja. Ja, für dich sowieso. Also, da kannst du ja zuschauen, wie die anderen Velofahren. He? Ja, zuschauen oder selber mitfahren. Ja. Du machst das immer noch? Du fährst immer noch selber, gell? Ja, ja, ich fahre schon noch, aber schon nicht mehr so schnell wie vor ein paar Jahren. Tipp für die Velofahrer, die gehen dann eher ein bisschen vom Tannenheim weg und fahren dort runter, oder? Ja, genau. Die Bikestrecken sind im Raum Tannenheim und Prokam. Man geht zuerst mit der 12er Gondelbahn rauf und nachher mit der 8er Sesselbahn auf Prokam. Und dann hat man verschiedene Strecken, die man runter kann. Wir haben blaue und rote Strecken. Und das heisst einfache und mittelschwere. Also ich bin letztens mal eine runter, da habe ich das Gefühl, die Blau sind schon schwarz. Also das täuscht noch, gell? Wenn man sich nicht so gewöhnt ist. Gell? Ja. Also, wie ist denn das so ein bisschen, was ist der Bereich Marketing? Also, wie tauscht man sich mit den anderen Gebieten rundherum aus? Also nachdem wir ja wirklich speziell erfolgreich sind, also wie gestaltet sich das? Ja, wir haben eine enge Zusammenarbeit, vor allem wegen dem Tarifverbund meilenweise. Da sind wir ja 18 Gebiete, die zusammengeschlossen sind, wo man eine Jahreskarte kaufen kann für diese Gebiete. Und da haben wir natürlich regelmäßige Treffen und regelmäßige Austausch. Das ist natürlich sehr interessant. Du bist rundum zufrieden oder denkst, man könnte noch ein bisschen mehr machen? Gerade jetzt in diesen Covid-Zeiten, gibt es da eine spezielle Art von Marketing-Werbung, die du jetzt ansteuerst? Ja, man ist viel flexibler geworden und passt viel mehr an. Man plant nicht mehr so weit aus, nicht zu weh. Zum Beispiel Event. Man weiss ja nie, kann er durchgeführt werden oder wie kann er durchgeführt werden. Und darum macht man nicht mehr so eine langfristige Planung, sondern es ist eher alles kurzfristiger geworden. Trauen wir uns noch etwas? Mitten im Schnee, so ein bisschen Januar, 19. oder was es genau ist. Das Festival, denken wir, kann durchgeführt werden im Sommer. He? Das Flumser Berg Open, genau. Da würden wir jetzt im Februar zusammensitzen und das besprechen, wie dass man das machen kann. Aber wenn es die Situation irgendwie zulässt, dann würden wir es natürlich sehr gerne austragen. Ja, Mario Bislin, vom Gemeindeschreiber zum CEO. Wie ist schon der Wechsel gegangen? Ja, der Wechsel ist sehr gut gegangen. Ich bin jetzt schon fast ein Jahr hier oben im Berg. Und habe natürlich Freude. Es ist sehr abwechslungsreich. Es ist auch eine grosse Unternehmung. Es ist vielfältig. Und du erlebst es ja selber in dem Wetter. Und wir dürfen noch draußen sein. Es ist natürlich fantastisch. Ja, schon. Aber ich frage mich manchmal, wenn du so Verantwortung hast. Weißt, kannst du es überhaupt noch geniessen? Weißt, irgendwie, es ist doch dann wirklich ein Job rund um die Uhr. Also ich kann es sicher auch geniessen, aber wir sehen es auch, wir haben eine Top-Geschäftsleitung mit lauter Fachpersonal dort drin. Das sind die, die mithelfen, tragen. Als ich der Dirigent bin von dieser Geschäftsleitung, das ergibt sich von meiner Funktion her. Und ich bin überzeugt, dass wir immer wieder Momente haben wie jetzt, wo wir es geniessen können und auch mal abschalten können. Wie viele Angestellte hast du denn? Was ist alles in allem? Alles in allem haben wir rund 350 Angestellte. Und wir sind ja eine ganze Jahresdestination und versuchen jetzt auch im Sommer noch ein bisschen grösser zu werden. Nicht nur, dass man vom Winter redet, sondern auch vom Sommer. Und das sind grosse Ziele, die wir haben. Und da sind wir überzeugt, dass wir schrittweise in die Richtung auch vorwärts kommen. Personell, also jetzt gerade in dieser Covid-Zeit, das ist ja manchmal fast das Schwierigste, gell? Dass man wieder Ersatz finden geht, oder wie sieht es aus? Nein, da müssen wir sagen, ich glaube, das haben alle, die mit Leuten zu tun haben und Angestellte haben. Corona ist eine Herausforderung auf allen Ebenen. Und wenn man weiss, wie viele Bereiche wir haben ja bei der Gastro, wir haben beim Sport, mit den Sportgeschäften, wir haben bei den Bahnen, haben wir sehr viele Leute. Und da ist es natürlich so, dass es einmal Engpässe gibt. Und da müssen wir schauen, dass wir eigentlich vorausschauend immer können ein bisschen schauen, um Leute zu rekrutieren.
gutes Beispiel ist natürlich jetzt im Zusammenhang mit Corona und den Auflagen, dass wir kurzfristig 16 Gästebetreuer angestellt haben, um wirklich auf das Acht zu geben, das der Bundesrat uns vorgegeben hat. Gästebetreuer, was ist das genau? Ja, die Gästebetreuer haben wir als Hilfe hergenommen. Die begrüßen die Leute, Gäste, begrüßen, sie aufmerksam machen, ab wenn es Maskenpflicht ist. Gastro ist ein hervorragendes Beispiel mit 2G. Da müssen Fachleute dort sein, die die Gäste begrüßen können, ihnen erklären, dass hier 2G ist, eine Zertifikatskontrolle muss durchgeführt werden. Die, die bei den Parkplätzen sind, haben eine ähnliche Funktion, die sagen, ab dann fällt die Maskenpflicht an. Das sind einfach so Helfer, die wir unheimlich angewiesen sind und nicht von unserem Personal abziehen müssen. Das hast du doch alles auch schon ein bisschen mitgebracht, also die Rechtskenntnis oder wie man bei schwierigen Situationen eben, ja, vorgeht, oder? Ja, das ist natürlich schon so. Ich glaube, darum hat man mich auch geholt, dass ein gewisser Wissensstand da ist und dass man weiss, wie man in Krisensituationen reagieren muss. Und als Panzergrenadier natürlich ehemals, bist du auch sportlich, oder? Also du kommst da Piste oder ab noch, dass man sagt, wohl, du Sio steht noch gut auf der Ski. Also Skifahren verlierst du nie. Wenn du Schwimmen gelernt hast, kannst du auch immer schwimmen. Ob jetzt zehnmal im Meer gewesen bist oder nie mehr im Meer gewesen bist, schwimmen kannst du immer. Und so ist es beim Skifahren auch. Und ich komme ja auf den Berg, also von Pfäfers, da hast du Ski gefahren als Kind schon. Du warst früher auch schon über einem Flumsenberg gewesen, natürlich, gell? Ja, ich hatte einen Kollegen, der hier lange Skilehrer war, hier oben. Durch das hatte ich die Nähe vom Flumserberg, aber jetzt nicht so intensiv natürlich, wie jetzt, wo ich hier arbeite. Weißt du, Flumserberg, muss man ehrlich sagen, das 22 haben wir jetzt. Und es ist 50 Jahre, gell, wo die Meitenadig Zapro gewohnt hat. Es ist schon speziell, auch wenn man sieht, sie ist immer noch da, sie ist immer aktiv, man kann mit ihr reden, sie ist zum Anfassen. Es ist ein spezielles Gebiet hier. Gell. Es ist sehr speziell, auch die Menschen sind brutal verwurzelt mit dem Berg. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich vor einer Gatz hierher gekommen bin. Man muss sich herentasten, um die Leute auch verstehen, um auch sie abnehmen können. Aber ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die ich habe, sie auf jeden kann zugehen. Und Meitenadig, das ist ja noch das Lustige. Früher, als ich in der ersten Mannschaft bei Bad Ragaz geshootet habe, und Meiten hat ja auch mal Fußball gespielt, in der höchsten Damenliga. Und sie hatten immer das Vorspiel von uns. Und jetzt? Wer ist jetzt der Chef? Auf der Piste, weißt du, wie bist du schon mal mit ihr runter? Ich will mich mit der Meiten nicht konkurrenzieren. Also nein, Meitenadig ist ein Aushängeschild für einen Berg, ein riesen Erfolg gehabt. Und du hast es gesagt, eine sehr bodenständige Persönlichkeit. Das schätzen wir sehr, sie redet mit jedem und sie hat schon Vorbildfunktion für viele. Flumserberg hat also wirklich ausgestattet mit den ganz speziellen Bahnen auch natürlich. Eben, wir haben gesagt, 17 Bahnen, alle im Betrieb natürlich, 65 Pistenkilometer, also auch ein grosses Gebiet zum Präparieren, dann ein Familienpark, Park für Snowboarder und so weiter und so fort. Also sehr vielseitig, Sommer und Winter. Gibt es da so ein bisschen Spezialitäten, die dir vor allem ins Herz gewachsen sind oder Sachen, die du noch gerne willst, mal hier bewirken? Ja, es ist schon so. Also ich glaube, der VR hat uns einen klaren Auftrag gegeben. Wir müssen ihn noch stabilisieren. Es war ja ein enormes Wachstum da gewesen, auch mit den Investitionen. Aber nebst dem Stabilisieren, dass man Feinjustierungen macht jetzt für die Unternehmung, ist natürlich auch die Kreativität gefragt. Wo kann man uns attraktiver noch machen? Im Sommer zum Beispiel auch. Was fehlt dem Berg vielleicht noch? Welche Gästegruppen könnte man noch abholen mit einem speziellen Programm? Das sind natürlich alles Themen, die wir in der Geschäftsleitung auch bearbeiten. Und wir sind überzeugt, wir kommen wirklich in den nächsten 2 Jahren mit einem sehr guten neuen Projekt. Sagt der CEO von der Bergbahn Flumserberg, also nichts mit rumliegen. Mindestens nicht für die Geschäftsleitung. Ja. Die hat sich dann auf den Weg gemacht. Da sind sie, glaube ich, zum Mittagessen gegangen, zur Grubhütte. Aber eben, das heisst natürlich, das grosse Gebiet, das wunderschöne Gebiet, wo von allen Ecken etwas ein Lift herkommt und wo die Aussicht natürlich immer verlockt, um irgendwie noch mehr zu machen und noch mehr zu erfahren, das wunderschöne Gebiet eben zu beleben. Das heisst eben natürlich auch wirklich viel, viel Arbeit für die Geschäftsleitung von diesen Bergbahnen Flumserberg. Also, adieu. Haben sie gewunken und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, eben dermal zum Mittagessen. Das sind so die gesellschaftlichen Anlässe, wenn man eben nicht an den Tarpen denken muss. Ja. Und dann ist es abgegangen, alle 6, noch eine letzte Kurve. Dann habe ich es dann nicht mehr gesehen. Ja, auf jeden Fall sehr imposant, wie die da auf Weg sind. Und
ich bin ganz sicher, es gibt dies und jenes neue Projekt hier am Flumserberg. Wir dürfen gespannt sein, wir bleiben dran. Flumserberg natürlich eben nicht nur im Winter interessant, im Sommer auch. Und wir dürfen wirklich gespannt sein, was eben genau diese sechs hier, die sechs, das Bild werden wir sicher bald sehen auf der Homepage, die sechs aushecken und was sie uns dann am Flumserberg Neues präsentieren. Ich bin selber gespannt, wie gesagt, wir bleiben dran. Freut euch auf das, was wir in nächster Zeit, was ihr dürft, erfahren am Flumserberg.